Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 4. April. Ich grüße euch nach der gestrigen Pause zum heutigen Auftakt in die noch recht junge Handelswoche. Wir sehen ja hier schon reichlich Action wieder an den Märkten. Euro-US-Dollar ja seit der letzten Woche hier klar im Sinkflug, als dann Mario Draghi dann doch so ein Stück weit zurückruderte. Das war sicherlich ein schönes, interessantes Setup. Dazu haben wir ja auch hier im Stream den Euro relativ gut einfangen können am Donnerstag und dann gestern auch sogar noch den Euro-Yen. Also hier lohnt es sich immer wieder vorbeizuschauen. Heute allerdings im Fokus nicht der Euro gegenüber dem japanischen Yen. Ups, da war das Bild kurz da. Wir fügen es wieder ein. Nämlich hier vielmehr der Gold- und Silberpreis in den Startlöchern. Jetzt haben wir einen kleinen Screen-Bug, ist aber kein Problem. Da ist es Gold und Silber in den Startlöchern, darum soll es heute gehen. Der Fokus dahingehend, dass wir hier sozusagen mal die Edelmetalle genau unter die Lupe nehmen wollen, vor dem Hintergrund dessen, was sich sozusagen da bietet in der kommenden Zeit. Und Risikodisclaimer ist ganz klar hier sozusagen für heute das Paket, das man sich natürlich immer auch überlegt, wie man vorgeht und wie man das Ganze abhandelt. Grundsätzlich sollte man natürlich wissen, dass es sich hier auch natürlich um reale Trades am Spotmarkt handelt und nicht irgendwelche künstlichen Underlyings. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Grundsätzlich aber hier back to the market und wir schauen mal hier auf den Goldpreis, der sich hier wieder aufmacht, ein interessantes Level auf der Oberseite zu touchieren. Wir hatten unlängst schon die Annahme und zwar hier den Ausbruch auf der Oberseite. Dazu brauchst du allerdings eines Closes über 1264. Dann sieht das ganz gut aus. Und wir haben gesehen, da wurde erstmal abgewiesen an dieser Abwärtstrendlinie der Goldpreis. Das ist sehr schön zu sehen für schräge, sag ich mal, Analyse-Trader, schräge Trendlinien sozusagen. Hier wirklich mit einer Punktlandung abgewiesen. Ein größeres Setting in Sachen Rücksetzer gab es nicht. Und jetzt kann man hier markttechnische Strukturen relativ simpel zeichnen. Wir haben ein höheres Tief gemacht. Wir legen jetzt hierzu praktisch den nächsten Aufwärtspfad und der sollte eigentlich hier bis in den Bereich 1310 bis zum nächsten markanten Widerstandslevel reichen. Markantes lieber Widerstandslevel deshalb, weil wir hier eine schöne Zone des Abweisungsniveaus haben und hier sollte er im Prinzip durchaus hinlaufen können. Wir sehen die gestrige Handelsbewegung, die heutige, die sich hier wieder über diese Abwärtstrendlinie erhebt und insbesondere auf 1264 Dollar je Unze ist zu achten. Wenn der Goldpreis darüber geht, liebe Leute, dann denke ich mal, haben wir hier einen sehr schönen Flow auf der Oberseite. Das Ganze wird auch noch gestützt. Ich werde es euch noch erinnern an die Analyse der letzten Woche durch einen positiven Bias, aber wir müssen den Goldpreis einfach heute nochmal unter die Lupe nehmen, weil es eben interessant ausschaut. So, die Saisonalität, ihr seht das hier, zeigt eigentlich bis in den Mai hinein ein sehr, sehr bullisches Setup auf und das wird auch unterstrichen durch, ich zeige euch auch hier mal ein interessantes Future Pricing. Anhand des Trade Miners und des Goldpreises an der COMEX, hier mit dem Kontrakt bis zum Oktober zum Beispiel, sieht man zwar hier einen negativen Score, hängt mit dem Jahr 2013 zusammen, aber grundsätzlich lässt sich eben feststellen, dass während der letzten 15 Kalenderjahre eine Trefferquote von 80% erzeugt wurde. Wir sehen auch hier die einzelnen Candles. Wir stellen uns das nochmal ein Stück genauer dar. Hier die einzelnen Candles und das einzigste Jahr, was hier eben wirklich richtig in die Grütze ging, ist das Jahr 2013. Hier mit diesem Monsterverlust, der zerhaut praktisch die ganze Bilanz. Aber rein technisch gesehen haben wir hier ein bullisches Setup, hier vom 6.4. bis zum 27.4. ausgehend, also hier im Future selbst. Und mit dem kleinen Ausnahmebewegungsmove von 2013, der dann eben bärisch nach Gegenschlug, haben wir hier eine grundsätzlich bullische Tendenz, die eben auch durch die Saisonalität unterstrichen wird. Ja? Und das wollte ich Ihnen jetzt hier nochmal beweisen oder unter Beweis stellen, dass der Goldpreis eben hier tatsächlich schön Rückenwind genießt. Und man kann grundsätzlich auch hier die letzten Rahmenparameter sehr schön eingrenzen, vor dem Hintergrund, dass eben 1264 auf der Oberseite ein Trigger-Level ist, auf der Unterseite hier das Tief vom Freitag bei 1239,65. Wenn es da runter geht, dann haben wir hier sicherlich eine Abwärtsbewegung anzunehmen, die hier dann nochmal in Richtung 1200 zurückführen dürfte. Das wäre hier sozusagen der Bias für den Goldpreis. Aber aufgepasst, wie gesagt, auf der Oberseite sieht das ganz, ganz gut aus. Es bedarf aber eines Ausbruchs. Unterhalb von 1264 kann hier noch ein Stück weit Rumgeeiere sozusagen geschehen. Und insofern einfach mal hier ein Stück weit Ruhe bewahren. Wenn der Ausbruch kommt, denke ich aber, sind relativ schnell 40, 50 Dollar auf der Oberseite drin. Und dann kann der Goldpreis generell auch noch ein Stück weiter abziehen. Das hatten wir ja auch im Big Picture in der letzten Woche mal etwas näher beleuchtet. Gehen wir zum Silberpreis über, der hier so ein Stück weit im Schlepptau vom Goldpreis ist. Da war es eben so, dass es hier einen schönen Fehlausbruch gab im Februar
bis zum März hinein. Dann hier auch wieder ein kleines Down Under, aber es führte nicht zu einem größeren Abverkauf. Soll heißen, hier hat sich der Silberpreis relativ stabil gefangen im Bereich des 50er Fibonacci-Levels. Und ja, wir sehen auch seither hier eben ein Movement auf der Oberseite, was weitere Performance durchaus in Aussicht stellt. Und jetzt cleanen wir hier auch mal den Chart. Und der Silberpreis ist ähnlich einzuschätzen wie der Goldpreis, der sich sozusagen ja dann im Schatten bewegt. Also der kleine Bruder des Goldes sozusagen dürfte hier nur partizipieren, wenn der Goldpreis rausbricht. Beim Silber wäre das hier ein Niveau von $18,49. Das kommt dem Goldpreis bei 1264 gleich. Geht der Silberpreis hier drüber, dann haben wir $19 plus als erstes Ziellevel. Dann allerdings auch noch wesentlich mehr Potenzial hier in den $20-Bereich. Dann kann man hier durchaus von Niveaus bei $20,50 ausgehen. Und das sieht, wie gesagt, sehr, sehr gut aus. Auf der Südseite haben wir dann hier entgegen diese Ausbruchsbewegung, die wie gesagt erst über $18,49, $18,50 erfolgen muss, sprich neues Mehrwochenhoch, neues Jahreshoch, dann hätten wir hier Drive auf der Südseite. Wenn es nicht dazu kommt, man kann mal hier die Kerzen der letzten Woche und vom Freitag hier mal ein Stück weit ins Kalkül ziehen. Sollte der Silberpreis da relativ deutlich drunter gehen, dann dürfte man ja kleine Steps in der Südseite oder auf der Südseite hier in Richtung des 38er Levels erwarten, Schrägstrich vielleicht sogar wieder an die Trendlinie bis zu den letzten Tiefs wären dann nicht auszuschließen. Aber der Silberpreis auch, und das zeige ich Ihnen hier gerne nochmal in der Beschau, im Sinne der Saisonalität natürlich nicht minder interessant. Natürlich ein Stück weit volatiler als der Goldpreis, aber auch hier positiver Rückenwind auf der Oberseite. Das heißt, das bullische Setup bleibt eigentlich hier bereit und wir stehen buchstäblich in den Startlöchern. Es bedarf eben eines Ausbruchs, um hier weitere Buy-Trigger zu generieren. Dann könnte das alles sehr dynamisch abgehen, aber es muss eben zum Ausbruch kommen. Saisonal wird das Ganze gestützt, sieht also in diesem Kontext sehr, sehr gut aus. Und insofern lassen wir uns mal überraschen, was der Goldpreis sozusagen inklusive des Silberpreises hier noch darbieten. Mit dem aktuellen neuen Wochenhoch sieht, wie gesagt, der Bias ganz gut aus und wir wollen uns mal überraschen lassen, wie die Reise weitergeht. Sie dürfen sich nicht überraschen lassen, wenn Sie hier mit dem richtigen Broker arbeiten. JFD natürlich hier für klare Transparenz und Sie wissen, dass Sie hier am Interbankenmarkt die Spotpreise von Gold und Silber bekommen und hier eben dann auch fair und transparent natürlich ausgeführt werden. In diesem Kontext wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften, meine lieben Zuschauer. Wenn Sie mögen, schalten Sie morgen wieder ein zum JFD-Devisenradar. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften, immer die Stops im Auge behalten und wie gesagt, immer auch den Markt selektiv scannen. Hier geht es nämlich nicht um Quantität, sondern um Qualität der Setups. Also, ich wünsche euch was. Eine gute Zeit, euer Chris Kämmerer, auf bald und tschüss.